Ich werde dir zeigen, wie Sie schon vorsichtig sein für Taschenliebe. Aber Sie, mein liebes Publikum, brauchen keine Angst zu haben, weil ich bin ehrlicher Dieb, es kommt alles wieder zurück. Ah, Sie halten gut fest hier, hä? Sie kommen später dran. So, jawohl. Sagen Sie mir bitte, wie werden Sie nach Hause fahren, nach der Vorstellung heute? Mit dem Auto, welche Wagen fahren Sie? Ein Ford! Dann fahren Sie nicht heute, weil hier habe ich bereits Ihr Autoschlüssel. Kaufen Sie gerne? Gelegentlich, welche Marke rauchen Sie? Doch, ja, das weiß ich, weil das habe ich bereits hier von Ihrer linken Jackentasche. Bitte schön. Auch Sie, mein lieber Herr. Guten Abend. Sind Sie auch wieder auf dem Moment? Dankeschön. Kann ich behalten, was Sie von Ihnen haben? Was? Haben Sie vielleicht keine Idee, was das könnte sein? Weil ich habe etwas sehr Dickes von Ihnen. Ja? Ich habe hier Hans. Guten Abend, jawohl. Ja. Jetzt gehen wir alle zusammen in die Manege hinein. Und auf die große Reise mit das Fest und bekommen Ihnen 30.000 Herren einen riesigen Applaus. Bitte schön, meine Damen und Herren. Ich zeige Ihnen, wie Sie das Fest haben. So, kommt ein bisschen zu sehen. Ja, jetzt ist es bitte so, jawohl, darf ich einmal hier den Safe aufmachen? Ja, danke schön. Hast du was drin? Außer Schaden? Ah, ja, keine Angst. Aber sagen Sie mir bitte, möchten Sie nur jetzt gerade oder etwas später? Jetzt oder später? Jetzt? Dann mache ich später. Ich meine, jeder Mann geht nicht so leicht zum Wegnehmen. Register, nur haben wir, aber verraten, aber kommt doch was. Aber verraten Sie mir bitte, wo haben Sie Geld? In Ihrer Jackentasche oder in der Gefäßtasche? Wo gibt es Geld? Keine Geld! Aber sagen Sie mir bitte, wie spät haben Sie jetzt? Ja, gucken Sie wohl nicht zu spät, ich würde meine Frage. Jawohl, danke. Jetzt Sie, mein lieber Herr, jetzt sind Sie schon dran. Stehen Sie wieder auf. Kommen Sie ein bisschen von hier nach vorne, bitte schön. Aha, Sie langen Sie an die ganze Zeit und zeigen, wo Sie was zum Holen. Ja, nein, lieber Herr, stehen Sie bitte ganz ruhig, ja? Jawohl. Aber machen Sie bitte nichts sagen, dann werde ich noch schneller fertig. Ah, Sie haben Geld dabei heute Abend. Ah, Handy. Aber keine Geld, überhaupt kein Bargeld. Gib. Einmal bei Ihrer Frau Finanzminister, aber was gibt's auch hier? Oh, in höchster Zeit haben Sie nichts eingegeben? Oh, ist nichts. Na nun, mein lieber Herr, es ist nicht schwierig, mit Ihnen zu arbeiten. Wir können alle mit Schulden kommen gleich. Jetzt dauert noch Menschen hier und her. Aber, mein lieber Herr, außer Ihr Papier, keine, nur die zwei Stifte. Und hier oben ist nichts. Ist besser als gar nichts. Haben Sie einen Schreiber dabei? Schreiber habe ich. Haben Sie? Ja. Und in Gesäßtasche gibt's auch nichts. Geben Sie wieder raus, das gibt in der Hosentasche hier vorne. Was haben Sie nun? Geben Sie wieder raus, das gibt da unten. Wie bitte? Haben Sie Ihr Handy drin? Geben Sie wieder raus, was gibt's hier? Hey, und geben Sie wieder raus, was gibt in der Hosentasche? Was haben Sie da unten? Geben Sie raus, nein, ich komme gleich. Hey, Sie bitte. Geht's nicht, aber Sie haben noch was hier drin. Ich spüre was. Ja? Haben Sie eine Uhr in der Hand? Uhr haben Sie. Oh, keine schöne hier, ja? Nein, lieber Herr. Sagen Sie mir bitte, möchten Sie die Uhr denn in den Gesicht oder rechte Hand? Hier hätten Sie doch gerne. Ich wollte nicht mehr blauen mit Ding oder rechte Hand. Egal, alles ist mir egal bei Ihnen. Ja? Dann sagen Sie bitte 1-2-3, 1-2-3. 1-2-3. Nee, wo gibt es die blau und deutlich, wo alle was hören kann? 1-2-3, 1-2-3. Sehr gut, schön auf Hochdeutsch. Und jetzt ist alles von Ihrer Tasche weg. Schau mal nach, wo ich jetzt hier Handy, Ihr Geld und Ihr. Haben Sie mit mir, schauen Sie mal nach. Alles ist weg, ja? Ihr Handy. Ja, gucken Sie ruhig an, aber Uhr haben Sie auch nicht mehr. Gucken Sie mal unter Ihr Arm. Ja, bitteschön. Ja, hier, unten. Oben in der Hand. Ja, bitteschön. Da haben Sie wieder eine Uhr. Und Handy haben Sie auch nicht mehr. Bitteschön, habe ich von mir. Ich bitte Sie zu arbeiten, meine Herren. Ich danke Ihnen mal für einen schönen Abend noch und der Familie von Ihrem Vater, die auf Ihr Geld. Ja, und hier habe ich Ihr Verwandte noch. Ja, genau. Wir hören wieder Ihnen. Zusammen mit der Privatnachricht. Meine Damen und Herren, bitte mehr Herren, Applaus an den Rücken. Ich habe schon alles mitgenommen. Aber Sie haben was eingegeben hier. Oh, Taschen, du? Ja, ist die gebraucht? Dann lass ich drin stecken. Ja. Was sagen hier? Ist Handy von Siemens oder von Nokia? Nokia, aus Skandinavien, so wie ich. Und ja. Sie haben Sie keine Ausweis dabei? Ausweis nicht? Ja, kein Ausweis. Ah, Sie geben alles ab hier. Jetzt wissen wir echt, wer die Hose anhaben bei Ihnen zu Hause. Aber Spürbänder haben Sie? Ja. Noch da. Und Gürtel haben Sie auch dabei? Ja? Haha, hätte gerne versucht zum Wegnehmen, aber ein bisschen heikel hier. Bisschen Kapitalist. Alles ist jetzt weg. Ja, Handy, das Spiel hat es nicht mehr. Sie schreibt nie, ja, bin schön, hier ist Ihr Handy. Aber guck Sie an Ihr Hand. Uhr hat es ja nicht mehr. Uhr ist weg. Alles ist bei mir. Bitte schön, gleich hier. Uhr.
Und halt vier Autos dazu. Alles gehört wieder Ihnen. Ich danke Ihnen mal. Sehr nett. Schönen Abend noch. Und schönen Abend noch. Danke. 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 Kommen Sie hier ins Lied. Sehen Sie nicht, was ich von Ihnen weggenommen habe? Uhr haben Sie, Handy da, aber geht etwas. Nee, was geht dieses Ding von Ihnen? Gucken Sie mal nach. Schauen Sie mal. Nee, auf die andere Seite sehen Sie, was sehr wichtig ist. Gucken Sie in der Tasche. Sehen Sie das nicht? Nein? Meine Damen und Herren, Herr Sieg nicht, du Jens. Ihr Handy ist weg. Ja! Glauben Sie, können wir nur nochmals wegnehmen? Ja oder ja? Wir gefangen? Nicht! Oh la la! Meine Damen und Herren, ich muss es wegnehmen. Ich werde es wegnehmen. Schauen Sie gut zu, können Sie was lernen heute Abend? Sollen Sie aufpassen? Ja? Sie, mein lieber Herr, möchte ich schon lächeln, ich muss festhalten. Und, ja, weil Sie haben Kleber schon. Ah, ist das Geld oder Handy? Ach, hoffentlich, Sie wissen schon, von mir ist nicht so schwer, etwas wegzunehmen. Und in der Tasche oben gibt es nichts, ne? Und auf der anderen Seite haben Sie nichts reingegeben. Und jetzt hast du hier, was gibt da drin? Nichts? Auch nichts. Hm. Und keine Schnürbänder. Aber da haben Sie gerade so die Hirn. Glückwunsch. Ja, Sie können gut lachen, mein Herr. Sie reden aber viel. Haben Sie nichts zu sagen daheim? Da habe ich was. Aber Sie haben recht gehabt. Ich habe nicht geschafft, Ihre schöne Uhr wegzunehmen. Wissen Sie, warum ich nicht bitte wegnehme, zweites Mal? Keine Ahnung, Sie haben gut weggehalten. Aber es war nur Ablenkung von mir. Und Sie haben ihn nur gehalten. Hab ich nicht. Hey, meine Frau hat jetzt alles von mir. Also, bitte schön, dass ihr Bossenleonier heißt, das kann ich. Alles gehört wieder hin. Ich danke Ihnen mal für den Abend.